Okay. Wir sind mit Akkes und Automatics Attila in Düsseldorf, weil am 29.07. Punchline-Syndrom erscheint, deine EP, womit du dich vorstellst. Genau. So sieht's aus. Ihr seid zusammen hier. Yes. Das hat folgende Bewandtnis, dass Automatik dich ins Game bringen, ja? Auf jeden. Ihr seid Kollegen oder wie kommt das? Ja, genau, wir sind Kollegen, wir kommen aus der gleichen Stadt, aus der gleichen Gegend. Okay, woher kennst du den jungen Mann? Also mein Bruder, Rocco, hat ihn damals vor 1,5, 2 Jahren so entdeckt, sage ich jetzt mal. Aus der lokalen Szene bei uns so. Und ja, dann hat er ihm ein paar Tipps und Tricks gegeben und hat gesagt, ey, wenn du die Sachen gut umsetzen kannst, können wir in Zukunft vielleicht mehr machen. Und der Junge, der Arkes, hat sich auf jeden Fall ins Zeug gelegt, hat an sich gearbeitet, an seinen Raps, an seinen Punches gefeilt und wie wir finden, hat er sich gut gemacht in dieser kurzen Zeit und jetzt ist er eigentlich bereit, der breiten Masse, also dass wir ihn näher bringen als ans Publikum so. Und jetzt gibt es erstmal eine Free-Download-EP und ich hoffe, dass die ganz gut ankommt und als nächstes wird's dann ein Album wahrscheinlich geben. So. Okay, dann sprechen wir über das Album gleich nochmal. Lass uns mal erstmal über die EP reden. Genau. Punchline-Syndrom heißt sie und der Name ist dann Programm. Es gibt Punchlines. So ist es. So, Punchline-Syndrom, weil mittlerweile ist es echt eine Krankheit bei mir geworden, so dass ich irgendwie, egal wo ich bin, mit wem ich bin, welches Wort mir gerade eben durch den Kopf kommt, ich eben probiere daraus eine Punchline zu machen und deshalb Punchline-Syndrom. Du hast dann viele so doppeldeutige Wörter und sowas auch immer, genau. Ja? Genau, ich spit auch gerne. Okay, was waren denn die Tipps, die du am Anfang von Rocco und Attila gekriegt hast? In welche Richtung ging das? Ja, die Tipps waren, damals war Deutschrap noch ein bisschen anders, als es jetzt ist. Wann war denn das? Ja, wie gesagt, vor 2 Jahren. So, da bin ich noch mehr so die Ghetto-Schiene gefahren und in jedem Track fick deine Mutter und fick das. Und das habe ich mittlerweile sein lassen. Und ich konzentriere mich jetzt hauptsächlich auf die Technik, auf einen guten Flow. Ja. Ja, das kann man ja durchaus auch von Automatik lernen. Das ist ja so eine Sache, die ihr schon ziemlich früh eigentlich reingebracht habt, ne? Zwar harten Rap zu machen, Straßenrap oder Gangsterrap, wie man will, aber mit Double Time und Punchline dabei. Auf jeden Fall ein bisschen anspruchsvoller als so die normalen Standardstraßenrapper, sage ich jetzt mal. Ja, wie gesagt, es gehört zu Rap dazu halt, weißt du, es ist, wir finden, es ist ein Muss, als Rapper, als Künstler auf jeden Fall sich ein bisschen Mühe zu geben, ins Zeug zu legen und anspruchsvolle Punchlines versuchen zu kreieren, damit der Zuhörer auch eine gewisse Satisfaction hat beim Zuhören, weißt du? Und das versuchen wir natürlich auch an so Newcomer, die wir dann fördern, weiterzugeben, ist ganz klar. Würdest du denn sagen, dass du Straßenrap machst oder ist das Battle Rap oder wie würdest du das selber beschreiben? Ja, beides. Straßen, Battle Rap. Auf jeden. Also Straßenrap mit einer Menge Punchlines. So, du hast. Ja, ich will jetzt nicht unbedingt jetzt wieder so den Rapper raushängen lassen, der über sein Ghetto rappt und wie viele Päckchen er vertickt und ich habe damit nichts am Hut. So, ich will einfach geile Mucke machen und das war's. Das heißt so, was ist so deine Hauptmotivation beim Rappen? Willst du den anderen zeigen, dass du besser rappst? Willst du die Leute unterhalten? Planst du schon fest ein, dass du davon bald leben kannst? Willst du die großen Touren spielen? Gibt es so eine Sache, die du so rausheben würdest? Ja, genau, das ist es. Ich will mich von den anderen Rappern ein bisschen abheben so. Und vor allem, ich bin so ein Mensch, ich stehe auf Competition. So. Ich sehe, was die anderen Rapper können und ich will mich damit messen und auf jeden. Was würdest du sagen, sind gerade so, oder was würdet ihr beide sagen, sind gerade so die heftigsten Leuten außer euch selber natürlich, was die Art von Rap mit Punchlines angeht? Ich persönlich finde, dass Kollega ist lyrisch der King für mich momentan. So, Kollega und Farid Bang momentan Nummer 1. Was die auf JBG gemacht haben, schließt ja eigentlich irgendwo auch ein bisschen an das an, was ich gerade meinte, womit ihr damals auch angefangen habt, oder? Ja, auf jeden Fall. Also das ist genau die Schiene und das ist auch genau das, was wir fühlen. Auf jeden Fall harte Sachen, Sachen, die unter die Gürtellinie gehen, aber sehr durchdacht und auf einem hohen Niveau einfach, weißt du, wie ich meine so. Aber wiederum niveaulos. Also zweideutig, weißt du, wie ich meine so.
niveaulose Sprüche, aber niveauvoll in Reime gepackt. Auf jeden Fall, definitiv. Das muss man den Jungs lassen, Kolle und Farid, die haben auf jeden Fall mies gefickt. JBG 2 ist auf jeden Fall ein sehr gutes Punchline-Album geworden. Ich habe es mir auch selber geholt und feiere es selber und muss ehrlich sagen, sie haben verdient, diesen Erfolg auch zu bekommen halt. Weißt du, das war nicht umsonst halt so. Und aber man muss auch ehrlich sagen, wir haben damit auch schon noch früher angefangen halt so. Das stimmt auch auf jeden Fall. Ja, da war doch Kollege noch ziemlich jung, als ihr sowas auch gemacht habt. Nur mal. Alles gut? Warum? Ist eigentlich immer. Alles gut? Immer, ne? Genau. Geht's euch gut, Jungs? Was yes. Muss, ja. Habt ihr den Benni gelassen? Der ist in Brasilien, ne? Wo waren wir stehen geblieben? Genau. Du hast Kollega-Props gegeben, aber trotzdem meinst du, Genetik hätte man bei Selfmade nicht sein sollen, habe ich auf der EP gehört. Ich kann mit Genetik nichts anfangen. Vor allem, ich kann keine Rapper ernst nehmen, die Masken tragen, so. Wie gesagt, allein die Line von Kollega und Farid Bang, so, sie ficken jeden deutschen Rapper, der eine Maske trägt, so, ist schon ein kleiner Seitenhieb ans eigene Label, so. Was stört dich an Masken? Ich kann damit einfach nichts anfangen, so. Generell, Genetik, na klar, ist musikalisch, macht gute Mucke. Er hat natürlich auch seine Fanbase, seine Zuhörer, die das feiern. Aber ich persönlich kann damit nichts anfangen einfach. Und deshalb disst du dann auch noch Crow auf dem gleichen Song, weil er ohne Maske hat. Genau, also ich sage ja auch auf einen Track so, du bist kein Multimilliardär von Microsoft. Der Panda ist auf Tour, doch ich finde am Microsoft. Ich finde ihn am Mike einfach soft so und deshalb kann ich nichts mit ihm anfangen, mit der Stimme allgemein. Und wie gesagt, ich bin ein Punchline-Rapper, so ich achte viel auf die Technik. Und wenn ein Rapper die mir nicht bieten kann, dann kann ich mit ihm nichts anfangen. Und ich habe ja auch vorhin gemeint, ich suche die Competition immer wieder. Das ist alles sportlich gesehen, so no hate. Aber Rap muss immer hart sein. Genau. Also ich habe nichts gegen Masken. Zumindest wenn es sich so dabei um Swingerclub-Partys dreht. So. Da trägst du auch Maske. Da muss sein, weißt du, ich meine. Du kannst ja nicht alles zeigen. Kannst ja nicht ganz blank ziehen, so, weißt du? Entweder Gesicht oder Schwanz. Genau, man muss sich entscheiden. Also Maske, Swingerclub-Party, sehr gut. Da hört es mit den Disses ja, glaube ich, auch auf der EP schon auf, ne? Ja, insgesamt hast du ja nicht jetzt so die Herausforderungen an alle gemacht und gegen alle geschossen, wie das ein Farid oder vielleicht auch ein Elgio schon mal gemacht hat. Aber es ist trotzdem immer alles Competition für dich. Erzähl mir noch was über die Videos. Du hast zwei schon draußen und weitere kommen noch? Genau, jetzt nächste Woche, glaube ich, kommt das Video mit Rocco zusammen. Punchline-Syndrom, das Video zu Punchline-Syndrom. Auf jeden. Und ansonsten ist bis jetzt noch kein weiteres Video geplant. Ist ja auch eine EP mit 6 Tracks. Ja. Dann soll es in Zukunft ein Album von dir geben. Okay, steht schon fest, wo das dann so erscheinen wird. Macht ihr das alles, läuft das dann über Automatik und ihr macht da alles selber? Oder? Das wissen wir momentan noch nicht so. Also die Lage von Automatik ist momentan auch so, die sind labellos und wir machen gerade momentan alles selbst. Von daher müssen wir erstmal gucken, wie sich der Weg da... Was da kommt. Ja, was aber da kommt. Wann das Album kommt, kannst du dann halt auch noch nicht sagen. Damit fängst du jetzt dann bald erst an, oder was? Ich habe schon mit dem Album angefangen. Das Album ist schon eigentlich so gut wie fertig. So. Machst du auf dem Album, ziehst dann auch wieder voll das Punchline-Ding durch oder kommt da noch was dazu? Nee, also das Album ist da schon vielfältiger. Da gibt es Thementracks, Deeper-Tracks. Aber natürlich meine Punchlines. Themen, die man vielleicht noch in Zukunft von dir erwarten kann, können wir mal ein bisschen drüber sprechen. Wo du so herkommst, was du für ein Typ bist und sowas. Nee, nicht wirklich. Ich erzähle nichts über mich. Okay. Kein Bock auf persönliche Sachen oder warum? Nee, im Moment nicht. Irgendwann vielleicht so bringe ich so ein Album, wo ich ein bisschen mehr von mir verraten werde, aber im Momentan nicht. Also das so... Was für Sachen wirst du dann bringen? So Straßengeschichten, die man von anderen Leuten dann auch kennt oder so? Oder was für Themen kannst du dir das vorstellen oder hast du schon gemacht? Also ich habe einfach Tracks gemacht, wo sich andere Menschen damit in Verbindung bringen können. So die bestimmte Situationen im Leben einfach durchgemacht haben und ich einfach darüber rap. Okay. Welche willst du noch nicht verraten? Da müssen wir noch aufs Album warten, das dann irgendwann erscheint. Was kannst du uns sonst über den Kollegen erzählen? Er möchte ja nichts Persönliches preisgeben. Erzähl du doch mal ein bisschen sowas aus dem Nähkästchen. Ja, er ist Albaner. Er ist jung. Brutal gut aussehen. Nein, ja, auf jeden Fall. Ja, wie gesagt, wir haben halt so das Gefühl gehabt,
dass wir ihn pushen müssen, so, weißt du, wie ich meine, weil ein gewisses Talent da ist. Er nimmt die Sachen an, die man ihm sagt. Er macht jetzt nicht einen auf, ja, ich weiß das besser und was wollt ihr mir jetzt erzählen und so, weißt du, sondern er reiht sich in der Pyramide schön ein und deswegen sind wir einfach so drauf, dass wir ihn einfach pushen müssen, weißt du, wie ich meine? Und wie gesagt, alle anderen Rapper, die kommen auch mit eigenen Label, eigenen Leuten, eigenen Künstlern an den Start. Bei uns ist halt so, wir müssen schon mit unserer eigenen Situation strugglen, so ein bisschen, weil diese ganze Label-Geschichte von vor ein paar Jahren so, die hängt uns immer noch am Arsch irgendwie ein bisschen. Aber nichtsdestotrotz müssen wir halt weiterschauen, uns weiterentwickeln und natürlich auch neue Künstler pushen. Und geht das dann so in Richtung eigenes Label in Zukunft bei euch, oder was? Also wir werden das auf jeden Fall versuchen so aufzuziehen, aber wie gesagt, es ist alles schön langsam, alles zu seiner Zeit. Und wie gesagt, wir wollen jetzt da nichts überstürzen, aber auf jeden Fall ist Arkes so im näheren Umfeld von Automatik und ist halt ein Newcomer, den wir pushen aus unseren Reihen. Vorhin habt ihr gesagt, ihr kommt aus der gleichen Gegend in Nürnberg. Genau. Welche Gegend ist das? Ich kenne mich da nicht so aus. Südstadt. Nürnberg-Südstadt, okay, das muss man sich also reinziehen, ja? Genau. Ist das ein Reisetipp? Auf jeden, das ist das Kreuzberg von Nürnberg. Okay. Bist du da aufgewachsen oder hast du woanders gelebt früher? Nee, ursprünglich bin ich in der Nordstadt aufgewachsen. Bei uns sagt man dazu NOB. Schöne Grüße an meine alten Kumpels. Und das ist dann nicht Kreuzberg, das ist die reiche Leute-Gegend oder was geht da? Nee, ist ähnlich. Sag mal, das ist Wedding von Nürnberg so. Okay. Nürnberg scheint ja was abzugehen. Auf jeden. Aber immer Nürnberg dein ganzes Leben lang und in genau. Deutschland geboren? Nee, ich bin im Alter von 6 Jahren hergekommen. Okay. Hast du gesehen, die Salafisten haben mich erkannt aus dem Auto, haben mich gegrüßt. Zurückgegrüßt? Normal, Bruder. Das habe ich auch schon gelernt hier. Du musst. Du gehörst ja dazu. Und ich darf dich nicht mit Bier auf der Straße sehen lassen, sonst bricht für Leute nicht, eine Welt zusammen. Sonst wirst du gesteinigt. Vom Glauben abgefallen. Okay. Ja, kannst du dich noch so, ist das irgendwie so eine krasse Geschichte gewesen, wie du nach Deutschland gekommen bist? Oder hast du da kaum noch Erinnerungen dran, weil du noch so jung warst? Nee, kaum noch Erinnerungen daran. Also meine Oma ist damals verstorben und das war dann der Grund, dass ich nach Deutschland gekommen bin. Also ich bin bei ihr aufgewachsen. Okay. Eine Sache haben wir noch nicht zu der EP besprochen. Du hast, glaube ich, noch einen weiteren Feature-Gast dabei, oder? Genau, das ist mein Homie Kaliber 95. Auch aus Nürnberg? Mittlerweile schon, ja. Ursprünglich kommt aus Hof, ist jetzt nach Nürnberg gezogen und das ist halt eben mein Kumpel, den ich pushen möchte. Auch wenn ich selber noch Newcomer bin, ja, aber er ist mein Backup-Rapper und nimmst deine Kollegen mit, wenn genau, was läuft. Genau, auf jeden. Gut, sind wir gespannt auf jeden Fall auf die EP und wie es bei den Leuten ankommt. Da brauchen wir dann Feedback. Beängstigend. Danke. Respekt einflößend genießt auf jeden Fall. Sag mal, damit wir Bock auf die EP jetzt kriegen, hast du irgendeine Lieblingsline im Kopf oder du? Einer von euch beiden, eine Line, ein Vergleich, irgendwas, was man noch nennen sollte? Ja, sag mal von dir ein paar Lines. Du hast so viele. Auf jeden. Auf jeden, welcher? Du kannst nicht flowen, deine Vergleiche machen keinen Sinn. Es ist wie die weibliche Form vom Schlachter, du bist schlecht darin. Okay, vielen Dank. Ich wünsche dir viel Erfolg mit der EP. Und da sind wir gespannt auf euer neues Label. Auf jeden Fall. Gut. Cut, eine rauchen und dann gleich nochmal.